Einen schönen guten Morgen. Heute haben wir ein neues Thema, neue Lektion, Lektion 18. In dieser Lektion lernen wir die Konjunktionen weder noch, entweder oder, zwar aber. Wir hören eine Reportage. Wir lesen eine Umfrage. Vom Sprechen lernen wir diskutieren. Wann ist der Tag der Deutschen Einheit? Der Tag der Deutschen Einheit ist am 3. Oktober. Das ist ein deutscher Nationalfeiertag. In diesem Tag wird Wiedervereinigung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik gefeiert. Jetzt lernen wir die neuen Wörter zu dieser Lektion. Bevor wir diese Wörter lernen, man muss nicht vergessen, es gibt eine kleine Anmerkung. Die Wörter, die rot geschrieben sind, sind feminine. Die Wörter, die blau geschrieben sind, sind maskuline. Die Wörter, die gelb geschrieben sind, sind plural. Kernenergie. Windenergie. Umweltschutz, Klimaschutz. Tierschutz, Datenschutz, Bildung, Forschung, Frieden, Gesundheit. Arbeitslosigkeit. Kinderbetreuung. Steuern oder Finanzen. Wirtschaft. Sicherheit. Und jetzt lernen wir die Parteien von Bundesrepublik Deutschland. Es gibt sechs Parteien in Deutschland. Erste Partei, Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Zweite Partei, Bündnis 90, die Grünen. Dritte Partei, Christlich-Demokratische Union. Vierte Partei, Christlich-Soziale Union in Bayern. Fünfte Partei, Freie Demokratische Partei. Und das letzte, die Linke. Was ist Demokratie? Demokratie ist eine Staatsform, in der vom Volk frei gewählte Vertreter regieren. Was ist die Regierung? Regierung wird von der Partei oder von den Parteien gebildet, die bei Wahlen die Mehrheit der Stimmen bekommt oder bekommen haben. Was ist die Opposition? Die Opposition sind alle Parteien, die im Parlament sitzen und nicht an der Regierung beteiligt sind. Diejenigen, die diesen Satz nicht verstehen, die Opposition bedeutet in der deutschen, in der usbekischen Sprache Mukhalifat, Mukhalifat-Partie. Was ist die politische Meinung? Die politische Meinung können die Bürger zum Beispiel bei Demonstrationen oder in Bürgerinitiativen zum Ausdruck bringen. Folgende Redewendungen benutzt man im Rede, wenn man mit jemandem diskutiert. Wenn Sie Ihre Meinung äußern möchten, benutzen Sie folgende Redemittel. Da bin ich gleicher Meinung, da bin ich völlig anderer Meinung. Das sehe ich auch so, das sehe ich nicht so. Dafür spricht, dass jemand hat so und so gesagt, dagegen spricht, dass jemand hat so und so gesagt.
Meiner Meinung nach, meiner Ansicht nach. Davon halte ich nicht viel, denn er hat so und so gesagt. Wenn Sie auf die Meinung von anderen reagieren wollen, benutzen Sie in Ihrer Rede folgende Redemittel. Nein, auf keinen Fall. Das ist doch Unsinn. Unbedingt. Ganz meine Meinung. Es gibt hier drei negative Reaktionen und eine positive Reaktion. Wenn Sie diese Redewendungen auswendig lernen würden, dann können Sie sehr gut diskutieren. Einen schönen Dank für die Aufmerksamkeit.